Hartfordshaum haben wir noch nicht verlassen. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Tittmanninger, Kirchheimer, Kaier und Astner, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern. Heute lassen wir noch unseren Blick in diese kleine, idyllische Kirche fallen von Hartfordshaum. Ich finde es hier ganz ein schöner Raum, der da, wo man zur Ruhe kommen kann, wenn man hier Urlaub macht und einfach im Gebet versunken sein kann. Wir sehen hier eine Kirche, die eine lange Geschichte hinter sich hat, nämlich im 12. Jahrhundert war das bereits ein Edelsitz. Dann später ist der Pfarrhof von Palling geworden und der Pfarrer hat einen ganz schönen Strick gehabt, wenn er in seine Pfarrkirche nach Palling wollte. Aber da heraus hat er es auch ganz schön gehabt, ein schönes Klostergut, ein schönes Gut, da wo er auch Landwirt nebenbei war und Bauer und sozusagen hat er sich dann auch ausgehend, wenn er mit seinen Bauern am Sonntag noch im Gottesdienst zusammengekommen ist. Diese Kirche, wenn wir jetzt anschauen, sie hat eigentlich drei Patrozinien, nämlich Namenstage. Die Schwester Regina hat mir erzählt, die Schwestern haben eigentlich mal der heilige Jakobus, der auf der Seite steht mit Muschel und Pilgerstab, ist der Patron dieser Kirche. Aber nein, das hat nicht gestimmt. Irgendein Forscher hat es dann rausgebracht, das war ja ursprünglich der heilige Nikolaus und das ist mir sehr sympathisch, weil ich geboren worden bin in einer Nikolauspfarrei und dann später auch Pfarrer von Kaplan in Reichenhall von St. Nikolaus war und daher hat mich der heilige Nikolaus immer begleitet. Aber für die Schwestern selber, die hier sind, ist wahrscheinlich der in der Mitte unter der Gottesmutter wichtig, das ist der heilige Antonius. Sie gehören ja zur Kongregation der Franziskanerinnen und daher, der Antonius war ja auch ein Franziskaner und darum ist es so schön. Diese kleine Kirche ist ein Kleinod, wo man sich wohlfühlt und was mir ganz besonders freut, nämlich hier gehen meine Erinnerungen an die frühere, Pfarrkirche, nämlich an die Rottenbucher. Und hier findet man einzelne Kreuzlichtstationen, die in der barocken, in der Rokoko-Kirche von Rottenbuch auch zu finden sind, nämlich diese Station, die 10. Station, Jesus wird seiner Kleider beraubt. Die Vorlage findet man in Rottenbuch und auch hier, dies erinnert an diese Kreuzwegstation, die 11. Kreuzwegstation. Man findet in dieser Kirche auch noch ein schönes Fresko, nämlich den Auferstandenen, von dem uns die Schwester Regina am Samstag schon erzählt hat. Jetzt aber wollen wir auch hier herinnen beten, wie wir es jeden Abend tun. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht, hilf uns in deiner Güte, in deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch heute an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen Lust gemacht auf dieses Klostergut Hartfordshaum. Schaut mal da vorbei und schaut selber den Gutshof an. Und die Schwestern sind sehr nett und mit denen könnt ihr euch auch unterhalten. Und ihr könnt auch, wenn ihr wollt, irgendwann einmal hier ein paar Tage verbringen. Aber mal zeigt früher noch an, weil jetzt wahrscheinlich kommt der große Rand nach diesem Abendimpuls. Und jetzt wünsche ich euch alle einen schönen Abend, eine gute Nacht, pfiat euch gut, bis zum Samstag.